Ganz im Zeichen des Ehrenamtes stand der Neujahrsempfang der Gemeinde Bockhorn. Ohne das Ehrenamt würde das Leben sehr viel ärmer sein. Gemeinde und Ehrenamt sind ganz besonders miteinander verzahnt, betonte Bürgermeister Andreas Meinen am Sonnabendnachmittag vor 220 Gästen im Hotel Hornbüssel. Den Festvortrag hielt Dr. Martin Dippel, Leiter des Forstamtes Neuenburg. Er informierte über die Arbeit der niedersächsischen Landesforsten und den Bestand des Waldes. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Iliane Menzel und Hauke Renken. Die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Maria im Hilgenholt sammelten für Projekte in der Dritten Welt.